Hallo zusammen. Vor dem Kino ist für euch spielen wir nach dem Kino. Heute mit dem Film Elysium. In der Hauptrolle spielt Matt Damon. Den kennt man ja aus den Filmen Die Bourne-Identität. Hammergeiler Film. Aber nun hierzu, da war halt so, ich würde mal sagen, so eine Art Zweiklassengesellschaft. Bei uns gibt es das ja noch nicht so unbedingt, aber ich denke mal, der Film, der soll so eine Art Andeutung auf unsere heutige Zeit auch sein. Natürlich spielt er 150 Jahre weiter, 2100, was weiß ich wo. Da haben sie im Weltraum so eine Weltraumstation hingebaut, wo sie die Erde nachgebaut haben. Sieht cool aus, muss man sagen. Starke Grafik, hätte ich gesagt, wenn es ein Computerspiel wäre, also hammergeil. Und auf der Erde ist halt so eine Riesenstadt, wo sich alles abspielt, das ist Los Angeles. Los Angeles ist ja auch in der heutigen Zeit schon eine absolute Megacity. Ich glaube, es gibt keine größere von der Fläche her. 50 Kilometer nur Los Angeles. Ich denke mal, hier wird es 100 Kilometer sein. Und die ganze Erde ist halt im Endeffekt nur noch Ödland. Und die Menschen, die auf der Erde leben, die arbeiten dafür, dass die Leute, die da oben leben, auf gut Deutsch gesagt, dass denen gut geht. Vom Prinzip her ist das heute auch schon so. Wir reiche Industriestaaten sagen, wir müssen Autos bauen, die immer leichter werden als Aluminium. Da guckt man sich mal irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel den Film Home an, wie Aluminium irgendwo in Timbuktu auf der Welt hergestellt wird. Alles, was sich da im Umkreis von, was weiß ich, wie viel Kilometern befindet, ist, hätte fast gesagt, radioaktiv verseucht. Also kannst du voll vergessen. Und so ist halt hier in dem Film halt auch. Da gibt es die Reichen, da gibt es die Armen. Bei uns gibt es auch Reichen und Armen, aber es gibt einen Mittelstand, der hält alles oben. Und hier ist halt einer, der Matt Damon, der halt die Hauptrolle spielt, der ist, er macht jeden Tag seinen Job, der macht da so komische Robocop-Männer und baut die halt und dann müssen die halt, bevor die fertig sind, werden die in so eine Anlage reingeschoben. Ich hatte erst gedacht, da werden die lackiert, aber da werden die irgendwie bestrahlt. Dann macht er da so ein riesen Tor auf und wieder zu und dann geht der Tor nicht auf und nicht zu und klappt nicht richtig und dann geht er da rein, auf einmal geht der Tor zu, da wird er verstrahlt, hat nur noch ein paar Tage zu leben. Und dann halt bei den reichen Leuten da oben, die haben da halt so ein Dock, würde ich mal sagen, da legt man sich drauf, eine Minute später, egal was man hat, AIDS, Tripper, Malaria, Tamp, Pilz, keine Ahnung, ist man jedenfalls wieder gesund. Und so versuchen immer wieder vereinzelt Leute auf die Station hochzukommen und wollen da geheilt werden. Und irgendwann wird halt alles, die ganze Sache wird irgendwie vom Computer gesteuert. Und dann geht die ganze Sache in Bach runter. Ich will ja nicht zu viel verraten, das mache ich ja eh schon immer so gerne. Die ganze Sache geht in Bach runter, da alles vom Computer gesteuert wird. Haben sie den Computer umgepolt, dass er mal wieder normal ist. Und so können die Leute, die auf der Erde leben, auch dahin und können geheilt werden. So, wie bewerte ich den Film? Er hat mich nicht vom Hocker gerissen. Von der Story her, sage ich mal, es ist ein Film, es ist eine Story, die jetzt so in der Art, weiß ich nicht so genau, hat noch nicht gegeben. Von daher, aber da er mich nicht so vom Hocker gerissen hat, ist ein cooler Science-Fiction-Film, sind einige Elemente dabei, die man so noch nicht gesehen hat. Ich gebe dem Film eine 3. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mal unter das Video gucken, dann macht dann Daumen nach oben. Oder wenn es nichts war, macht dann Daumen nach unten. Und das hat mich doch mal einer darauf angesprochen, wieso ich dann so lange keine Videos mehr gemacht hätte. Ich habe als letztes Kindsköpfe 2 gesehen, der gefiel mir irgendwie gar nicht. Den bewerte ich mit einer 4, 4 minus, da hat überhaupt nichts getaucht. Des Weiteren hat mich doch mal einer gefragt, ich sollte mal ein separates Video machen. Wenn ihr gerne was von mir wissen wollt, was weiß ich, was für Gedanken ihr habt oder was ihr von mir wissen wollt, dann schreibt das einfach unter dem Video in die Kommentare rein. Und dann mache ich ja mal ein gesondertes Video dazu, wo ich eure Fragen dann beantworten werde. So, dann würde ich mal sagen, morgen habe ich Urlaub, heute ist Sonntag. Und dann gehen wir am Dienstag wieder auf die Arbeit und jetzt schaukeln wir uns mal schön die Eier. Bis dahin, tschö mit euch.